Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Together Mass Effect 3. Wir sind immer noch die Leute, die ihr letztes Mal auch schon failen gesehen habt. Beziehungsweise die anderen drei. Ich habe mich ja dann geopfert. Und ja, wir machen jetzt weiter. In der Zwischenzeit ist ziemlich viel Zeit vergangen. Ihr seht ja hier, drei von uns haben weitergespielt und einer nicht. Und ja, ich glaube, dass dieses Video passt jetzt zwischen Part 52 und Part 53. Und ja, André will sofort loszocken. Dann macht mal alle ready. Muss erst noch euch noch leiser machen hier das Spiel. Lauter Ich und hier. leiser. Ja, euch lauter, das Spiel leiser. Ach, jetzt geh Ja, weg. letztes Mal muss ich mich übrigens noch entschuldigen. Die letzten drei Parts waren so ein bisschen zu lautes Ingame-Geräusch. Ich kann es nicht ändern. Nachdem es aufgenommen war, war es nicht mehr zu ändern. Ich hoffe, es ist diesmal besser. Ich habe es noch leiser gemacht, das Ingame-Gedöns. Yay! Oh, hast du gerade ganz Willkommen geschnappt. Und zwar Reaper, sehr schön. Auf Silber? Oh ja. Oha. Ja, genau, wir spielen Oha. außerdem auf Silber. Gegen Und Reaper ich habe ist nur das ein. nicht gut. Und ich habe nur eine Waffe mit. Ja, das ist schlecht. Ich hätte vielleicht auch eine andere Waffe mitnehmen sollen. Gegen die Reaper sind Schnellschusswaffen ganz praktisch. Jetzt mal wieder reinfummeln hier. Mit der niedrigen Anzahl an Frames pro Sekunde ist das echt anders. Nein, hör auf. Na, die wollen immer ihre Rüstungen abfuttern von den anderen. Lecker. Ja, das ist aber ziemlich böse, wenn sie es machen, werden sie unglaublich stark. Oder Naja. zumindest schwer zu besiegen. Es ist aber wirklich. Naja. Er ist so, die brauchen und kriegen irgendwie dreimal mehr Hitpoints. Oh ja. Ist Naja. ziemlich nervig. Dieses Wochenende ist übrigens noch eine Challenge. Wenn man zwei Level 20 Charaktere für den Singleplayer bewirbt, dann kriegt man so ein komisches Pack. Das heißt, wenn ihr uns das nächste Mal spielen seht, könnte es sein, dass wir alle wieder Level 1 sind oder so. Oder wir haben bis dahin schon wieder durchgespielt. Kannst mir ja by the way gerne mal erzählen, wie das funktioniert mit diesen Bewerben. Da habe ich noch gar nichts von gehört. Hör auf zu lügen. I'm Nein. serious. Okay. Naja, du gehst in dein Charakterauswahlmenü. Und gehst dann auf die jeweilige Klasse, klickst unten auf Bewerben, dann musst du es nochmal bestätigen und bam, ist es beworben. Dann wird es ein automatischer Kriegsaktivposten, dauerhaft übrigens. Ja, und dann musst du wieder von Level 1 anfangen. Dein Score, also das, was man neben deinem Namen sieht, dieses 72 ist es, glaube ich, bei dir, bleibt aber dabei. Das heißt, du kannst dadurch immer weiter in den Leveln höher kommen. Ach so, kommt man auf über die 100.000, verstehe. Genau. Man macht es einfach immer und immer und immer wieder. Wichtig Da ist sollte ich halt, mal dass dein aufpassen. Charakter auf Level 20 ist, sonst klappt das Ganze nicht. Ja, aus irgendwelchen Gründen mache ich heute extrem viel Punkte. Ich chill gerade ein bisschen rum. Für meine Verhältnisse. Ich bin Ja, bei gerade mir nicht ist so wie immer. wirklich beim Zocken mit 30 Frames. Es ist wirklich ein ganz anderes Spielgefühl. Es ist alles so. Ja, so wie ich dich Ja, höre. das Zielen ist total schwer, wenn du nur 30 Bilder pro Sekunde hast. Warum sagst du nee? Immer wenn ich dich höre, denke ich auch, Ja. Auf dieser Basis gibt es Oh, viele typisch. Informationen. Los, 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 Eine los, ganz los, wichtige hier. Position hier. Ja, das ist die Position, an der wir am häufigsten sterben. Glaube ich. Ah, lasst mich mit rein. Das Problem ist, dass das einfach viel zu klein ist für die ganzen Gegner, die hier ankommen können. Ach, der hat schon wieder ein Schild drauf gehabt. Husk. Ich wurde in einer Runde fast von Husks zerfetzt. Die Kollegen waren alle tot und dann springen die einen immer so an. Genau wie das mit Session gerade Könnte passiert mal bitte ist. einer sich so zu mir noch stellen, Ja, bin doch hier. dass ich von hinten Deckung habe? Ja, damit du schön alles abschießen kannst. Hör auf damit, Marodeur. Mr. Marodeur. Sir, man. Mister. Playing Mass Effect like a Sir. Oh Gott, nein, Gag übernimmt alles bei mir. Schrecklich. Ah, noch ein Marodeur. Ah, stell dich nicht vor mir. Ah, ich sehe keine Gegner. Ah, da. Auf welchen Schwierigkeitsgrad spielst du eigentlich, Dennis? War es im Singleplayer? Extrem. Aber es ist viel zu Ausgezeichnet. einfach. Nee, so einfach finde ich das gar nicht. Doch, mit Level 30 ist das extrem einfach. Ich bin bis jetzt, glaube ich, zweimal gestorben. Einmal durch den Bug
Und einmal, weil ich so ein bisschen leichtsinnig war. Aber eigentlich ist das Spiel wirklich einfach, wenn man auf Level 30 anfangen darf. Irgendwo muss noch ein Gegner sein. Da finde ich Silber hier zum Beispiel schon einen Tick schwerer. Nein, ein Reaper. Nicht dein Ernst, Mann. Letzter Gegner, du stirbst. Bin ich gestorben, ich hab mich hingelegt. Achso, ich wollte jetzt ein bisschen ausruhen, ja. Ich sag nur schon an, ich hab keine Medikamente. Das ist schlecht, und da hinten kommt Marodeur und Rolling und alles. Och, ich hab ihn nicht getroffen. Ich mag mein Rolling Medium. Ja, nicht roh. So, er ist Medium. Well done. Oh, Leute, da drüben kommt noch einer. Einer der Kommentare, den ich, glaube ich, gestern gelesen habe, war, dass die Rohlinge so aussehen wie Saren. Dann habe ich so überlegt, ja, vom Gesicht kann es ja stimmen, aber was ist mit dem Körper? Ja, Saren nach dem Aufbau. Da hatte jemand Kurzsichtigkeit oder so. Ich weiß es nicht. Ich traue meinen Abonnenten absolut. Wenn sie das sagen, dann wird es schon so sein. Ach so. Ja, aber okay, das mag sogar sein, ja. Sie ist Anabolika Saren, der bekannte. Close enough. Oh, das war's schon? Also schlimm, das ist doch bis jetzt. Bis jetzt ist doch echt gut. Naja, noch kam nicht die Banshee. Ich hasse die Banshee. Ja, die ist wirklich. Aber ich hab diesmal wenigstens auch zwei Raketenwerfer. Da ist sie schon. Ich sag mal, nächstes Mal hältst du einfach einen Mund, ja? Die kommt so oder so ab der Welle. Das ist ganz normal. Wenn sie nicht gekommen wäre, hätte ich mich gewundert. Nein, oh, der Rolling ist down. Ja, solange sie da hinten ist, ist alles gut. Dann ist easy mode. Wir jetzt in Verbrennung und ja, machen wir irgendwie alle. Außer André, der hat keine. Ja, okay, ich hab ja. Du hast ja auch eine Waffe mit, ne? Ich? Ja, immer. Ja. Sonst bin ich viel zu langsam. Ja. Diese Aufstellung hast du auch 100%. Nee, ich habe nur 196, weil ich auf Schaden und Schilde geskillt habe. Übrigens, ich habe mich reskillt, ich hatte so einen Teil gedroppt, nicht, dass ihr euch wundert. Banshee, Seite, Session, pass auf. Session. Von wo kommt wo? Ach da. Wie killt dich sonst? Ja. Mich hat letztes Mal die Banshee einfach instant gekillt und wir waren auf Bronze. Sie kommt an, bam, war ich tot. Yay. Vor allem nächstes Mal wäre eine genaue Ortsangabe, nicht Seite. Ich hab gesagt Seite und dann Session. Reicht es nicht, wenn die direkt neben dir ist? Close enough, oder? Ich hätte gerne einen Navi. Ja, ich gebe dir gleich die Angabe Minuten und Sekunden und Grad und allem. Am besten noch den Planet. Wo sind wir hier eigentlich? War das Benning hier? Da bin ich mir nicht sicher. Ich war noch nicht im Singleplayer auf Benning, deswegen kann ich es nicht so genau sagen. Obwohl ich inzwischen schon im Singleplayer auf diesem komischen Planeten da war. Ich kann mir die Namen nicht alle merken. Ist. Das ist auch viel zu verrückt. Mir tun die Leute leid, diese ganze Beschreibung dazu immer machen müssen. Ja, ich tue mir leid, weil ich die selbst vorlesen muss. Nein, nicht wirklich, ich finde die total geil. Obwohl sie sich manchmal verschreiben, was echt traurig ist. Dafür gibt es doch wirklich Leute, die werden dafür bezahlt, das nur zu überprüfen. Wir sollten alle gehen, am dümmsten. Ja, auf Silber sollten wir dann schon gehen. Wo sind die Gegner? Ich hab Angst, wenn die so lange nicht da sind, sind es später zu viele. Die Klappe, hier sind keine Gegner, wir brauchen. Ja, aber es ist schlecht. Jetzt ist es genau in dem Gebiet, wo die ganzen Gegner gespawnt sind, wir haben ein großes Problem. Weil das nämlich immer so ist. Marodeur und Rolling. Wow, Achtung. Immer schön in den Hintern ballern, den Viechern, das tut denen am meisten weh, glaube ich. Nein, keine Ahnung, aber die haben vorne diesen dämlichen Schild. Ja. Diese Platten von Panzern sind echt schwer zu durchdringen. André, geh du mal vor, ich halte die Leute vom Leib. So, Flo, warum bist du überhaupt noch da hinten? Rolling, direkt neben uns, aufpassen. Roll Man Show hier. Ich hab nämlich keinen, Das ist nicht gut. Vor mir steht ein Rolling rum. Ah, das wird knapp. Ich bin draußen. Nein! Ich wurde gerade irgendwas getroffen. Ja, hau mal durchs Fenster durch, ey. Boah, komm schon. Ist gut jetzt. Ich krieg von allen Seiten, Damage. Achtung, Raketen! Okay, er hat mich erwischt. Das müssen zwei sein. Ja, dahinter ist gleich noch einer. Er zielt auf mich.
Jetzt nicht mehr. Weil ich nicht mehr in der Nähe bin. Yay! Gehen Sie zurück und finden Sie das Gerät. Der Gerät wird gefunden. Übrigens, irgendwann muss in der Zwischenzeit mal ein Update gekommen sein. Ich habe es nicht gemerkt, aber es war eins da. Nein. Es haben sich ein paar Sachen verändert. Es gab bis jetzt erst ein Update. Aber es hat sich so angefühlt, als wäre ein Update da gewesen. Nein, war noch nicht. Auf jeden Fall sind die Wellen schwieriger geworden, oder? Das war ja, das war aber kein Update, das installiert wurde. Ja, ja, natürlich wurde nichts richtig installiert. Ich meine nur so, vom Spiel her hat sich irgendwie zwischendurch hat sich so angefühlt, als hätte sich was geändert. Du, 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 du. Ziele aktiv, Mission abgeschlossen. Yay. André, komm mit. Oh, Mr. Morgul, Klinge, man. Oh oh. Achtung, Raketen. Hier gehen so gar nicht, aber die sind eigentlich total einfach, aber. Die sind gar nicht so einfach. Die machen extrem viel Damage, das ist das Problem. Ansonsten sind die Mission. Ja. Ja, da sind überall Krabbelfiecher, pass auf. Ja, zerschnitten hat jetzt irgendwie so ein Krabbelfiech in der Wand. Zwei sogar. Ein Schwärmer, meinst du? Ja, die Schwärmer sind extrem nervig, wenn man keine hochfrequentive Waffe hat. Wenn du mit der Widow versuchst, die Viecher zu killen, hast du ein Problem. Alles gesichert. Gute Arbeit. Das hat ja gedauert, Leute. Sagt derjenige, der tot ist. War. Und da hinten ist immer noch irgendwo ein Schwärmer. Ja, ich würde sagen. Wo ist er denn weggeglitscht? Ach, da hinten. Wie er da oben in der Wand klebt. Ach, super. Solange sie nicht von. Ah, Banshee. Ich glaube, da ist irgendwo ein VW, ein Banshee. Ah! Oh, das heißt irgendwie, es hat auch irgendwas mit Tod zu tun übrigens. Jetzt auf mich abgesehen. Irgendein Zuschauer hat mich darauf hingewiesen, dann habe ich es bei Wikipedia eingegeben, es war fast das, was er gesagt hat. Es war auf jeden Fall close enough. Das haben wir recht gut gelöst. Ja. Naja, Teamarbeit halt. Außerdem sind wir jetzt alle Level, ja, fast 20. Session, du bist 17. Nicht Jahre alt, ich meine nur das Level. Wollte schon sagen. Nein, so alt bist du natürlich noch nicht. Banshee im Gebäude. Ich dürfte nämlich der Älteste sein. Nein, du bist gerade mal 12. Ich höre so. Wieso darfst du das Spiel eigentlich schon spielen? ja, sie kommt mir hinterher, ich renn mal zu euch mach rüber. Mach ihr die Banshee? Ich mach den Verwüster hier mal, der hier so rumsteht. Ja, mach einfach mal so die Banshee, na klar. War das doch ein Wunsch? Oh, sie verfolgt mich, ich bin gleich tot. Ja, kalte mal. Ja, der Verwüster ist wesentlich weg. Ey, die Banshee keil. Nein, 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 geh weg, Banshee. Nein, 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 nein. Oh Mann, ich bin hier ganz allein gegen eine Banshee. Und da liegt auch noch eine Granate. Oh Gott. Ich hatte gerade so viel Damage bekommen. Schrecklich. Hast du sie? Ja, ja, sie. Ja, ja. Sie wurde schon früh gekillt, aber ich habe noch mehr Damage bekommen. Ich war mir aber nicht mehr sicher von wo. Aha. Wir sind hier gerade keine Gegner. Ja, da hinten ist wahrscheinlich schon der letzte. Okay, hier oben sind die letzten beiden. Oder? Nee. Glitscht bestimmt wieder irgendwo jemand rum. Ach nee, da unten ist noch jemand. Feindliche Kräfte, saubere Arbeit von allen. Genau in dem Moment, wo er es ansagt. Das ist Welle 7 jetzt. Also jetzt kommt Welle 8. Haben wir bis jetzt sehr gut eigentlich. Nur zweimal tot. Einmal ich und einmal Flo. Kontakt! Ich höre ein, wie immer das Ding aufhört. Da ist ein Rohling. Genau, den meine ich. Du meinst Rohling, ne? Ja. Meinst du rohe Kreaturen? Flo, du bist ja immer noch pink. Die Dinger, die man früher brennen. Teamfarbe, ne? Nein. Ich bin dunkelblau. Ich find's eine tolle Farbe. Na gut. Du findest auch Godzilla toll. Godzilla ist wirklich toll. Rohling, ja, ja. Schon gesehen. Schöne Kombi. Ist ein bisschen von der Seite. Zwei Rohlinger. Pass auf, sonst hauen die euch alle platt. Ja. Wow. Das macht Spaß. Ja, in einem geordneten Team geht das. Oh, Raketen. Ich stehe hier als einziger Boots. Nein. Schwärmer. Noch ein Rolling. Wenigstens noch keine Banshee. Oh, von. Boah, der Verwüster hätte mich so. Ich war so knapp vom Tod gerade eben.
Ja, noch ein Verwüster oder nee, das ist immer noch der gleiche. Achtung, hinter dir, hinter wem auch immer. André, pass auf, Verwüster. Putz. ich meinte natürlich Rohling. Ich verstehe immer nicht, warum der Verwüster Verwüster heißt und der Rohling Rohling. Da gibt es keinen wirklich. Na, Verwüster. Ich meine, Husk verstehe ich ja, aber eigentlich sind das ja alles Husks. Das sah dann komisch aus. Erstes mein, ja. Toolkit da runtergefallen und dann bin ich jetzt gekippt. Slow-Mo tot. Ja, der Husk hat immer noch gelebt, der neben euch stand, aber gut. Das ist definitiv. 1, 2, 3, Repte-Schwärmer-Viecher. Easy peasy kill. Was denn nervig, als ich Menschen warm. Wahrscheinlich das wohl die achte Welle auch gerockt. Ja, jetzt wird's erst schwerer, glaube ich. Jetzt haben sie auch wieder leichter gemacht. Es kann sein. Also so schwer ist es wirklich jetzt gar nicht. Vielleicht liegt es daran, vielleicht wie gesagt, dass wir so ein hohes Level sind. Oder an der Map, es kann auch an der Map liegen. Die Map ist entscheidend für die Schwierigkeit manchmal. Wenn man die Map einfach besser kann, ja, die Banshee ist ein bisschen nervig. Das ist auch das Einzige, worauf man aufpassen sollte, vielleicht. Also so immer. Oh, wo kommt das denn? Von der Seite, Achtung. Ja, Banshee, wichtiger. Nee, Verwüster. Ja, ich weiß, ich meinte nur, Banshee ist wichtiger. Aus dem Schießen, wenn, sobald ich an dem Verwüster vorbeiläufe, schießt er irgendwie auf mich. Der Banshee. Ja, da unten sind ganz viele Krabbelviecher. Ich kümmere mich um den Verwüster, kümmert ihr euch mal um die Banshee. Ach, wenn die Banshee nicht direkt neben mir rumstehen würde. Dann muss man nämlich immer voll Angst, voll Panik schieben, weil sie echt gefährlich ist. Boah, Butz! Wie sie halt alle angreift und mich gerade nicht so trifft. Achtung, überall sind Krabbelviecher hinter dir. Schwärmer, jetzt nicht mehr. Oh Gott, der Verwüster trifft mich zweimal, ich bin fast tot. Komm schon. Was du? Ich mach. Die Sequenz aber auch irgendwie doof mit dem Kampf. Ja, Verwüster sind ziemlich episch. Ich hab immer so einen Schuss vom Tod bin ich dann am Ende. Marodeur bei uns. Ja, wo ist denn da hinten? Der Verwüster lebt kaum noch so. Wo kommt das? Der Verwüster von im Gebäude. Das Vieh. Ja, und diese Krabbelviecher machen übrigens ziemlich viel Damage, wenn es genug sind. Deswegen solltet ihr die versuchen früh zu töten, weil sie ja vom Fernen gar nichts machen. Genauso wie Husk. Marodeur. Husk. Putz, schön, wie er explodiert. Ja, Krabbelviecher. Die ist wieder gerockt. Die haben es, glaube ich, leichter gemacht. Jetzt kommt zur Mission. Jetzt kommt nichts. Liegt nicht an unserer Stufe. Ich glaube, die haben sie da runtergedreht ein Stück. Weiß nicht, vielleicht liegt es auch an unserem Skill. Wir haben in dem Gebiet ein Schiff verloren. Aha, Skill. Ja, klar. Naja, welcher Skill ist immer die Frage. Ja, Skill, Junge. Skill? Frage. Oh, Banshee. Ja, wartet bloß nicht auf mich und rennt fort, wenn eine Banshee hier ist. Schön. Die Banshee ist direkt hier gespawnt, also. Und hier ist Marodeur. Habe ich gleich über den Haufen noch der zweite Banshee, pass auf. Na, der Marodeur und Banshee hilft. Ja, das war klar. Ich versuche wegzurennen. Alter, was ist denn hier? Ich beleg mich mal wieder. Instant Ban. Ja, ich komme hier gar nicht weg, glaube ich. Ich wurde, vaporisiert. Belebt euch mal auch wieder, sonst schaffen wir es nicht. Ja, ich komme hier nicht weg. Ich werde sofort... Ja, du, ich habe mich wieder belebt und wurde sofort gekillt. Ja, ich auch. Ich werde halt... Ja, du, okay, du wurdest insta-killed. ich belebe mich wieder. Ich komme nicht weg. Du hattest wenigstens die Chance. Ich hatte einen Instant. Ja, boah, ich hatte keine Chance. Ich habe eh gedrückt, um vorzurennen. Ich bin sofort gestorben. Leute, hier sind drei Banshees. Ja, wir sind alle tot. Killen? Raketenwerfer? Ja, gute Idee. Ja, aber treffen bitte. Ich hab keine Raketen. Ey, ist dein Ernst, du hast gar keine Ausrüstung. Ich weiß nicht, wo diese geblieben sind, ich hatte welche. Du hast sie verschossen? Fragezeichen. Banshees, gefährlich. Achtung, Verwüster. Ja, du kriegst ziemlich viel Damage davon, pass auf.
über Zeit, deswegen. Hast du Mission? Ach, roll nicht so viel, du sollst Leute erschießen. Da unten kriegst du die Mission nicht. Und da oben ist nichts. Glück gehabt. Doch, da ist Marodeur direkt vor dir und da drüben noch einer. Und dahinter ist noch einer. Drei Marodeure alle um ihn rum. Ja, von wegen einfacher. Jetzt die Welle war richtig hart. Ja, aber das war auch nur, weil wir, weil die auf einmal alle kamen und so. Ja. Sonst hätten wir es geschafft. Wie viele das waren. Schön. Naja, das können wir ja nochmal random machen. Jetzt kommen vielleicht mal Geth. Hatte ich ewig nicht mehr. Die Goth? Nee, die geht. Die geht. Die geht. Die gehen nach Hause. Ja. Das geht doch nicht. So. Der wird zwar noch nie lustig. Bitte reiß ihn noch einmal. Geht, geht immer. Geht nicht. Yay, ready. Wenn ich wüsste, gegen was ich spiele, könnte ich ein paar Mods reinpacken, aber so bringt das nichts. Boah, ich habe 70 Thermomagazin-Packs. Ich sollte die mal einsetzen, anstatt wegzurennen und mir Muni zu holen. So, bin gleich fertig. Ich habe mir eh noch Sachen gekauft und Level Up und so, Kappes. Was denn bitte ein Level Up? Machen wir wieder Silber? Nö. Natürlich. Ach, Reaper sind arschig. Schwere Gegner. Na gut, dann kaufe ich mir auch noch was im Geschäft. Du brauchst gar kein Geld und keine Freunde. Kein Geld. Okay. Außerdem muss ich erstmal unready machen. Keine Freunde. Letztes Mal ging's noch. Letztes Mal konnte ich Leertaste drücken, während ich hier in den Shop gegangen bin. Was zur Hölle? Warum ist ein Mikrofon aktiviert bei. Das ist immer so, es wird so angezeigt. Naja, eigentlich habe ich es aber neulich deaktiviert. Das funktioniert aber trotzdem nicht. Ui, ich habe den salarianischen Techniker mal wieder bekommen. Kriegt nur Blödsinn durch diese Pakete.